Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, wir haben heute den 8. Mai und im Studio ist der Pujan, der geht mir tierisch auf den Keks gerade und ich bin der Sashi und ja, 8. Mai, am 8. Mai hat Geburtstag, heute Happy Birthday, Enrique Iglesias. I could be your Dingsbums, baby. Nee, ich weiß, was singt der nochmal? Doch, ich muss mal gucken. I could be your Hero. Ich könnte ein Hero sein. Hero, ja, genau. Ein Hero. Aber der Enrique ist ja eigentlich nur Vater vom Sohn. Nee, andersrum. Das passiert den meisten Söhnen. Ja, also der hat ja, also der kann ja gar nicht richtig singen. Du meinst von Julio? Von Julio. Julio. Julio ist über Jahrzehnte ein Womanizer gewesen. Wieso musst du die Augen so klein, wenn du Julio noch immer hast? Weiß ich auch nicht. Hatte der auch kleine Augen? Nein, nee, er hat die große Augen. Ja, aber was war noch am 8. Mai? Am 8. Mai auch ein weiteres Unglück, neben Enrique, aber nicht ganz so sehr. Also nee, andersrum. Tatsächlich eine Tragödie passiert. 1902 ist auf der Karibikinsel Martinique der Vulkan Mont Pelé ausgebrochen. Mont Pelé? Ja, und etwa 40.000 Menschen haben bei dem Vulkanausbruch ihr Leben lassen müssen. Ach, deswegen hat sich der Fußballer nach dem Vulkan benannt. Mont Blanc? Nicht der Fußballer Blanc. Sondern nicht der Fußballer mit dem Füller. Wie heißt denn der Bärsch da? Maradona? Ja, Mo Maradona, genau. Mo Litbarski? Ja, Litbarski auf jeden Fall. Mo Matthäus ist ausgebrochen auf Martinique. Matthäus ist ein paar Mal ausgebrochen. Den hätten sie mal besser wegsperren sollen. Ich glaube, tatsächlich. Der und der George Best, die sind einige Male ausgebrochen. Ja. Kennst du George Best? Ah, ja, klar. Nee, kennst du nicht. Das ist der mit der Zahnbürste. Dr. Best ist sein Vater. Echt? Hat er studiert? Ja, genau. Krasser Typ. Ja, so, aber am 8. Mai ist auch Nationalfeiertag in der Slowakei. Zeig mal, warte mal. Weißt du die Flagge von der Slowakei, ohne zu gucken? Ohne zu gucken? Ja. Sag. Da ist sie. Ja, genau. Das ist die Flagge der Slowakei. Slowakei. Ohne zu gucken. Ja, Nationalfeiertag der Slowakei. Und die feiern liegt da ja schon in dem Namen Slowakei. Slo für rot, va für blau. Und Kai für Weiß. Ja, das ist slowakisch. Du bist ja ein Slowakianer. Ein Salovolijäger. Jedenfalls, die feiern da den Sieg über den Faschismus. Richtig. Genau. Ja. Aber was war noch am 8. Mai? Da wurde eine berühmte Brause, eigentlich die berühmteste Brause der Welt, erfunden. Am 8. Mai Ahoi! 1886. Nein. Ja, die auch ein Ahoi. Ja, genau. Am 8. Mai 1886 wurde nämlich im US-amerikanischen Atlanta. Was hast du das auf Ossisch? Atlanta. Ah ja, sind halt die Ossis der Amerikaner. Atlanta, ahoi, Brause auf Atlanta. Der Coca-Cola-Sirup. Ach so, Coca-Cola. Von dem Apotheker John Pemberton. Pemberton, hat er auch den Pembers entwickelt? Ja, aber die mit Turn. Ja. Pemberton. Auf jeden Fall wurden die von dem Apotheker erfunden. Zeig mal, wie sieht der aus? Der sieht, das, was heutzutage ein Hipster ist, so sah der früher schon aus. Mhm. Guck hier. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rauschebart ist oder ob das die Kohlensäure von der Cola ist. Ja, die quillt ihm so aus dem Mund gerade heraus. Das musste noch ein bisschen feindosiert werden. Ja, und dann haben sie dann den Schnappschuss gemacht, den sie ja gemalt haben. Ne? Oder er hat... Schnappschuss gemalt. Ich glaube, das war direkt das Bild nach dem ersten Experiment mit seiner Brause und Mentos. Aber ist das ein Foto? Oder ist das ja, genau. Im Mund. Ach, guck mal, der hat auch Mentos. Hat er gesagt, ach, guck mal, ich bin ja so ein Mentos-Liebhaber. Ja. Cola auch mit Mentos. Und schon hat er hier so ein Bart gehabt. Genau. So ein Bart. Ja. Die Geschichte hat so ein Bart. So ein Bart, das aber weißt du, ne? Ja, genau. Ja, das war der 8. Mai. Heute bei Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Morgen ist der 9. Mai, schalt dann wieder rein und da gucken wir mal, was wir morgen noch alles so aus der Welt. Aus der Hüfte schießen. Genau, das wollte ich sagen. Aus der Hüfte schießen. Peng, peng. Peng, peng. Ciao, ciao.